Zutaten, Bücher, mal irgendwas, was wir an Büchern wegschmeißen können. Schlüssel, sonstiges. Ja, das habe ich doch alles abgelegt, oder? Bin mir ziemlich sicher, also ich habe das doch extra bei uns im Bunker abgelegt. Ne? Mammutstoßzahn. Die werden wir schon öfter kriegen. Ich schmeiß die jetzt einfach mal weg. Natürlich weiß ich auch, dass die für irgendwelche Waffen gut sind, aber die Drachenklamotten eben auch. So, jetzt haben wir die Seele aufgenommen. Magie, da können wir jetzt was freimachen. Also nämlich den greift in diese Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt noch jemanden verletzen. Das ist jetzt nicht so. Ist es nicht? So. Nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja, haben wir doch gesagt, oder? Haben wir nicht davon gesprochen, dass ich ein Drachenblut bin? Ist voll Ghetto und so. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Das hilft mir richtig weiter. Dass ihr auch da nichts drüber wisst. Okay, ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, als Ulfric von vor den Kaiserlichen geflohen ist. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Die Klinge, wer ist das? Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Jetzt habt ihr eins. Vielleicht sogar den besten der Welt. Was ist unser nächster Zuerst Schritt? Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Helft mir auf die Sprünge. Wer waren noch die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Ja, ich erst recht nicht. Nö. Wieso denkt ihr, dass die Talmoor die nichts Drachen zurückbringen? Noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer den Talmoor hätte sonst etwas davon? Weshalb sind die Talmoor hinter euch her? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Oh, unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Very interesting. Sehr, sehr interessant. Hast du einen Picknickkorb dabei, hä? Wie wär's, wenn wir uns hier so ein Picknick hier hinpflanzen? Schön die Sterne beobachten, ne? Und ein bisschen rumturteln. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Hast aber früh die Torch gezogen, oder? Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht.
Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Schlüssel zu Delphins Geheimtür hinzugefügt. Wo ist denn die? Oh, also soll es jetzt zur Sache gehen oder was? Trifft Delphin in Flusswald. Wer ist er denn? Fern, Jagdbogen, das sind so uninteressante Sachen. Aber warum nackig? Und hier. Okay. Denn du hast eine Torch dabei. Das ist natürlich sehr interessant, aber jetzt hier quer durch, weiß ich nicht. Wir haben jetzt, wenn wir die Karte auch schon mal gewiss ein bisschen nutzen können, dann sollten wir das auch machen. Hier ist noch den komischen Geist töten. Flusswald ist hier. Das ist doch die Anfang, ne? Die Anfang vor allen Dingen. Die Anfang. Okay, hier haben wir nichts. Ja. Scheiß Geistkacke, da müssen wir uns auch mal bald widmen. Aber erstmal machen wir natürlich eine Spur. Die Fertigkeiten des Blockens mit Schild oder Waffen verhindern die Schaden und physische Angriffe stoßen dich weniger stark zurück. Ja, ich glaube, das ist das Drachenschild sogar, ne? Also, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, wie gesagt, auch schon etliche Zeit her, wo man das gezockt hat. Oh, was gibt's denn Feines? In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du im Ganzhimmelsrand findest. Essen, was haben wir denn? Okay. Können wir sowieso noch nichts Großartiges zubereiten. Aber wie gesagt, ich bin noch davon. Ich habe doch die ganzen Ketten und so, Halsketten, Ringe und sowas weggetan, oder? Diese Dunkelheit, ne? Ganz schön dunkel. Das ist natürlich. Ist da was? Ich mach mal. Ja, ich drück mal wieder den falschen. Sorry. Mach hier das mal. Ich hoffe, dass es jetzt auch hell wird. So ist das schon besser. Ich weiß jetzt, weil ich jetzt letztens noch nicht weiß, wie sieht es jetzt bei YouTube aus. Ist das dann da auch so extrem dunkel? Keine Ahnung. Da möchte ich natürlich ein bisschen. Mein Gespräch, ja. Ist ich glaube, egal. Euch ist niemand gefolgt. Kommt! Ich habe einen Plan. Ist das hier nicht mein. Nein, das ist nicht mein Zimmer gewesen. Das. So, Kleiderschrank, ne? Das war nicht meine. Hier sind aber meine ganzen Tränke. Meine ganzen Silberketten und auch alles drinne, Bekleidung. Nö, die wollte ich behalten. Essen, da ist nur Wein. Komm, tu mal rein. Bücher, Schatzkarte, nö, wiegt ja, denke ich mal, nichts. Aber diese hier ganzen, wenn ich ja schon vier. Ich will nicht ausrüsten. So, Kleiderschrank. Ich gehe mal hier nochmal auf Sonstiges. Zack. Bärenfell 3 Kilo. Guck mal, das sind auch wieder 14 Kilo. Ne. Eisenbarren, das sind auch schon wieder 36 Kilo, die wir da noch auf den Rippen haben. Ganze Fell, das Gold, das wiegt ja sowieso nichts. Goldbarren, Goldklaue, die haben wir auch geklaut. Ganzen Seelensteine, der Kuck ist sowieso egal, am besten wegschmeißen. Das ganze Leder. Was wir hier noch am Start haben. Boah, Alter, das müssen wir echt mal langsam ein bisschen verticken, würde ich sagen. Hat ja schon sehr hohen Wert. Torch einreicht. Ich weiß nicht, was ich mit einem Totenschädel in der Tasche habe, aber ungewöhnlicher Stein. Nö. Armselige Wolfspelz, Ziegenfell. Ziegenhorn. Das kann ich, glaube ich, auch ablegen, aber ich behalte es jetzt einfach mal. Schon haben wir nur 53 Kilo und das ist doch nice, oder? So. Die alte ist jetzt wieder hier runter.
Nicht, dass das hier jeder mitkriegt. Die haben wir ja sowieso schon vollkommen ausgeraubt. Natürlich jetzt hier nicht so Scheißsachen, aber das Beste, was sie eigentlich hat, kann ich jetzt hier nicht auch zumachen. Hier gehst du auch weiter rein, oder? Okay, jetzt ist sie meine Feindin, oder? Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Okay. Kommt ihr nicht mit? Das ging ja schnell. Warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach frei? Das ist ja auch eine Sache, aber wie gesagt, kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Warum? Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Ja, ich sehe auch so ganz unauffällig auf, ne? Ja. Zwergenbogen ausgestattet, so rüstungsmäßig sehe ich schon aus wie so ein Assassin. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Everybody's dead now. Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Wie komme ich auf diese Feier? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Ja, das finde ich super. Ja, übrigens, falls ihr den Kanal noch anders unterstützen wollt, seht ihr ja, denke ich mal, auch oben in dem Bild, wenn ihr bei mir auf dem Kanal seid, da seht ihr dann hinten auch so ein PayPal-Zeichen oder jetzt das Amazon-Zeichen. Ihr könnt auch unter Kanalinfos gehen, da sieht man dann auch nochmal so einen Link für ein PayPal-Konto, wenn ihr spenden wollt, um den Kanal zu unterstützen, oder ihr Bock habt und euch eine neue Amazon-Karte kaufen wollt für irgendein Game wie Ark oder was weiß ich, oder jetzt vielleicht auch für Skyrim, weil euch das interessiert und ihr es auch noch ein bisschen selber zocken wollt, dann habe ich da auch einen Link drinne für eine 35er-Karte, 50er-Karte, 75er-Karte von Amazon für PSN. Wenn ihr die kauft, dann kriege ich natürlich auch ein bisschen Provision, aber ne, ist so Win-Win-Situation. Ihr kauft euch doch die Karte sowieso und damit könnt ihr mich dann eventuell sogar dann auch noch unterstützen. Das wäre natürlich auch ganz cool. So, jetzt was hau nicht ab, du, wir waren noch nicht fertig. Wie komme ich auf diese Darum Feier? Ich habe ein bisschen. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Soll ich noch Ärsche lecken oder was? Ja, das gefällt mir schon mal gar nicht. Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft Dann geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Das Bild spiegelt sich in meiner Brille. So, und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Das haben wir schon gefragt. Ich werde auch euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn das getroffen habe. Seid vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Was haben wir denn hier noch zu Stibitzen? Das ist ja noch was Schönes. Gift der Lähmung. Hat viel Wert. Nehme Orcus 2 hinten, aber es hat ja sowieso kein Werk, das ist nur so ein scheiß Langbogen. Der sowieso abnormal scheiße ist. So, was haben wir hier?
Lachsfleisch, Mehlsack, nichts Besonderes. Aufstieg der Klingen, ja. Kriege ich ja sowieso nichts. Das Buch kennen wir auch. Mensch, du hast auch ein Geheimversteck, ne? Dass du nicht mal richtig geheim hältst, wenn du hier alles offen lässt.